Die Hof Eichland Milch GbR gibt es jetzt seit 10 Jahren. Wir sind eine Kooperation, die aus 2 Familien besteht. Durch das, dass man moderne Technik einsetzen kann, sind wir viel schlagkräftiger. Wir melken heute in 2 Stunden 270 Kühe. Das wäre mit der alten Technik nie zu realisieren gewesen. Also wir haben verschiedene Melksysteme uns angeschaut und das Karussell hat uns einfach gefallen, weil im Karussell doch relativ viele Kühe in kurzer Zeit melken kann und du hast aber trotzdem im Vergleich zum Roboter jede Kuh 2-mal am Tag vor dir, du hast den Kontakt zum Tier. Grasproduktion und die Maisilageproduktion findet komplett in der Region statt. Also die Kuh ernährt sich wahrscheinlich regionaler wie wir. Wir sind darauf bedacht, dass wir die höchste Qualität erzeugen. Nur wenn das Futter die optimale Qualität hat, dann fressen meine Kühe genug, um auch Milch zu produzieren. Also wir laufen nie durch den Stall, ohne zu gucken. Also wir schauen immer. Okay, ich laufe also mindestens 1-mal am Tag durch die Herde, einfach um die Tiere zu kontrollieren. Man schaut einfach, wie laufen die Kühe, wie fressen sie, haben sie ein glattes Fell, wie sind die Augen. Ich erkenne jede Kuh, ja. Zum Beispiel, das ist auch so eine ganz alte, das ist die Holunder. Mit der sind wir auch hier eingezogen. Und die hat anfangs als junge Kuh immer viel Betreuung gebraucht. Und jetzt ist sie doch so alt geworden, das freut uns dann doch immer. Da hinten, da sind jetzt 2 aufeinander aufgesprungen, die rindert jetzt. Da muss ich dann nachher im Computer noch mal nachschauen, ob das auch dann heute Abend schon eine ist, die man besamen kann. Oder darf sie auch mal zum Bulle? Also der Bulle kommt halt zum Einsatz, wenn das mit der künstlichen Besamung nicht ganz so klappt. Ja, der Bulle beschwert sich immer, wenn man hier in seinem Reich schafft. Keine Kuh Mut. Und das ist auch ein gutes Zeichen, als dass es den Kühen gut geht.